Unschwer zu erkennen bin ich in München und treffe mich hier in der Feuerwache Schwabing mit Tobias Erb. Er ist promovierter Physiker, Feuerwehrmann und er ist stellvertretender Abteilungsleiter der IT der Branddirektion und damit verantwortlich für das Rechenzentrum. Hey Tobias, grüß dich, schön, dass ihr Zeit für uns habt. Danke, gerne. Tobias, welche Aufgaben hat die Branddirektion München? Die Branddirektion München, bestehend aus der Berufsfeuerwehr München und der Freiwilligen Feuerwehr München, kümmert sich um alle allgemeinen Gefahren und Probleme, die in der Stadt so auftreten. Feuer vorneweg, Brände, technische Hilfeleistung, Verkehrsunfälle, Starkregenereignisse, Stürme, alles, was da so anfällt. Die Berufsfeuerwehr München ist ja auch der Betreiber der Leitstelle, der integrierten Leitstelle München für das Stadtgebiet und im Rettungsdienstbereich auch für den Landkreis München. Und da entsteht natürlich im Hintergrund ein großer Bedarf an IT. Wir haben unser eigenes BOS, GIS, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, GIS, ein leistungsfähiges GIS, was taktische Aufgaben wahrnehmen kann, sodass dort immer gewährleistet ist, dass die Daten authentisch sind, dass wir uns mit anderen Behörden austauschen. Und das sind ein Teil unserer Aufgaben. Jetzt bist du Wissenschaftler, Physiker, du warst aber auch lange in der Einsatzplanung. Seit wann hast du mit GIS-Systemen zu tun? Also so richtig echt war das so 2012, 2013, schon ein bisschen her. Du hast es angesprochen, damals in der Einsatzplanung. Da ist uns die Bedeutung von Geodaten immer mehr bewusst geworden. 80% aller Daten weltweit haben eine Geokoordinate, sind also Geodaten. Und da ist uns das auch klar geworden, dass das auch für den Einsatzdienst, für das Doing der Berufsfeuerwehr ganz wichtig ist. Wo ist etwas? Wo bewegt sich etwas hin? Bei Flächenlagen? Wo liegen die ganzen Bäume, die umgestürzt sind? Das zu visualisieren, alles live, sodass sich das automatisch aktualisiert und an allen Stellen, die bei so einem komplexen Einsatz quasi mit beteiligt sind, Stäbe im Hintergrund, wie die örtliche Einsatzleitung, live dargestellt werden. Diese ersten Ideen waren tatsächlich 2012, 2013. Haben wir mal einen Masterstudenten hier gehabt von der TU Dresden, also deutschlandweite Zusammenarbeit. Und daraus ist dann Stück für Stück etwas gewachsen und letztendlich seit 2018 in unserem BOS GIS hier in der Branddirektion München, in der IT der Branddirektion München gemündet. Und dann kam Covid-19 und dann musste ganz schnell ganz viel passieren. Was habt ihr seitdem auf die Beine gestellt? Ja, das war wirklich viel. Wir sind wie jeder andere, wie der Bürger auch, da hineingefallen in diese Corona-Lage, die in Bayern ja auch zu einem Katastrophenfall per Gesetz ausgerufen wurde, sodass dann die entsprechenden gesetzlichen Regelungen da waren, dass auch die Katastrophenschutzbehörden zunächst zu Beginn die Federführung übernehmen konnten. Die Branddirektion ist die Katastrophenschutzbehörde der Landeshauptstadt München. Und so wurde auch ein GIS-Team aufgebaut, das in der Stabsstelle in der GAL tätig war, dort angedockt ist und dann natürlich beginnend mit der schon vorhandenen BOS-GIS-Infrastruktur parallel die AGIS-Online-Lösung aufgeschaltet wurde über ein Desaster-Lizenzprogramm, mit dem wir dann sehr viel machen konnten. Es fing an mit quasi Materialverteilung, ein Einsatzabschnitt Material und Logistik, wo über 4000 Benutzer in der ganzen Stadt, Arztpraxen, Pflegeheime, alle möglichen Stellen, die irgendwie was mit Schutzmaterial, Handschuhe zum Beispiel, Kittel, Masken brauchten, weil das wurde dann über das GIS-System organisiert, lokalisiert. Das war dann in der kleinen Olympiahalle. Da war ein riesen Umschlagsplatz, ein Lager für die verschiedensten dieser Gegenstände, organisiert vom GIS-Team über AGIS Online und dann sind die Sachen verfahren, verschickt worden. Es wurden später dann in Zusammenarbeit mit den Universitäten Abwassermonitoring aufgebaut. Wir treffen uns gleich mit Alexander Klaus, Geodatenmanager. Was hat er, was haben seine Kolleginnen und Kollegen in der Corona-Krise gemacht? Alexander Klaus ist nicht in der IT-Abteilung, ist ein Geodatenmanager in einem der taktischen Bereiche, in der Abteilung der Leitstelle, die diese Geodaten bewerten, aufbauen. Und entsprechend hat er quasi die Aufgabe gehabt, auch mit anderen, will ich dazu sagen, auch aus anderen Abteilungen, aus der Einsatzplanung, diese Dashboards aufzubauen, dieses Monitoring. Wie werden die ganzen Informationen, die wir gewinnen, die wir
generieren, dargestellt. Und zwar auch so für die politische Ebene dargestellt. Weil man muss diese Geschehnisse, wo so viele Details an so vielen Stellen laufen, transparent machen, zusammenfassen, die vielen Informationen, die kommen, in Grafiken darstellen, Kuchendiagrammen oder wie auch immer, weil sonst ist dieses Ausmaß, die Dimension nicht zu verstehen. Und jetzt haben wir gehört, das hier ist sowas wie euer Krisenstab. Dafür ist es aber doch arg ruhig. Wie sieht es aus, wenn ihr tatsächlich eine Krisensituation habt in der Stadt? Dann sind alle Arbeitsplätze hier voll belegt. Ja, alle Stabspositionen sind hier besetzt. Mit Unterstützungs- oder Verbindungspersonen von der Polizei, von der Freiwilligen Feuerwehr, vom THW, auch die Bundeswehr stellt hier Personal. Und jetzt haben wir natürlich sowas wie eine Corona-Krise. Das war am Anfang, da war hier sicherlich, glaube ich, immer Action. Ja? Aber was sind noch so große Ereignisse, die euch beschäftigen? Das können geplante Lagen sein, wie zum Beispiel jetzt ganz aktuell zurückliegend die IAA, die uns hier beschäftigt hat, für die wir auch Lagedarstellungen erzeugt haben. Das kann aber auch beispielsweise die Euro 2020 sein. Das können aber auch ungeplante Lagen sein. Ja? Hochwassersituationen, Bombenfunde beispielsweise, wenn der Kampfmittelräumdienst aktiv wird und so weiter. Ihr habt in der Corona-Krise allerhand ganz plötzlich auf die Beine stellen müssen. Was alles hast du da gemacht und natürlich auch deine Kolleginnen und Kollegen? Wir bilden mit SC-Produkten, mit den Dashboards, nahezu das komplette Pandemiegeschehen der Stadt München ab. Mhm. Und wir werden unterstützt hier von den Kollegen der verschiedenen Referate, allen voran das Gesundheitsreferat, die uns hier täglich aktuell Daten zur Verfügung stellen, die wir in diesen Dashboards dann mit einbinden und Bürgermeister und die Referate, den sogenannten Stab außergewöhnliche Ereignisse, eben zur Verfügung stellen. Covid-19 hat uns alle überrascht, extrem gefordert. Ihr hattet sogar einen Katastrophenstatus hier. Wie schnell ging es bei euch? Wann hattet ihr die ersten Anwendungen? Die ersten Anwendungen hatten wir nach wenigen Stunden bereits. Eigentlich, das ging dann übers Wochenende, haben hier die Kollegen eine Warn-App auf die Beine gestellt, und zwar sollte die ganze Stadt München ja gewarnt werden in Bezug auf diesen Lockdown. Die Leute sollten zu Hause bleiben, und wir haben mit Dashboards und mit Hilfe der Collector-App es geschafft, hier innerhalb weniger Tage einfach die ganze Stadt abzubilden, und es erreicht, dass hier alle Bürger gewarnt wurden. Gibt es was ihr sozusagen übertragen könnt jetzt, auch bei anderen Krisen aus der Corona-Krise? Gibt es Sachen, die ihr da wiederverwenden könnt? Ja, wir haben da sehr, sehr viel dazugelernt. Wir sind jetzt in der Lage, eigentlich in kürzester Zeit auf alle Lagen, die uns da erwarten können, zu reagieren, in ganz kurzer Zeit Daten einzubinden, Daten darzustellen. Das erlaubt uns ja die sehr intuitive eigentlich, Arbeitsweise auch mit Arcis Online. Wir sind gerade unterwegs zu Michaela Königsfeld, IT-Architektin, und zu ihrem Kollegen Philipp von Kirschbaum. Und jetzt sind wir passenderweise natürlich direkt nebenan in einem eurer großen Serverräume. Wirklich beeindruckend, was ihr hier alles habt. Aber jetzt könnte man ja sagen, warum so ein eigenes riesiges Rechenzentrum? Ist ja auch sehr aufwendig, das zu betreuen. Ne? Das stimmt allerdings. Wir sind in einem von diesen Serverräumen, größer wie ein Tennisplatz. Mhm. Hinter der Tür ist der nochmal gespiegelt und dann auf einer anderen Feuerwache nochmal georedundant ausgelegt. Weil wir eine 24/7 IT haben. Mhm. Das Leitsystem, später auch die GIS-Systeme, die angedockt sind, dürfen nicht eine Minute ruckeln. Das ist unser Anspruch. Es ist einfach anspruchsvoll von der Finanzen und auch von der Entstörung. Deswegen haben wir zum Beispiel auch immer drei Kräfte von der IT im 24-Stunden-Dienst, die dann hier entstören können. Wir gehen jetzt zu zwei Kräften, Michaela und Philipp. Genau. Ihr wart, als die Corona-Krise begann, mit die Ersten auf dem europäischen Knoten. Was bedeutete das denn so, mit der die Ersten zu sein? Musstet ihr da viel Pionierarbeit leisten? Teilweise schon. Also bis zu Beginn der Corona-Krise gab es ja eigentlich nur den US-amerikanischen Knoten für Arcis Online. Und wir sind dann quasi zu Beginn der Krise auf den europäischen Knoten umgezogen, weil wir Arcis Online ja auch für die Corona-Krise benutzt haben. Mhm. Und uns das schon sehr wichtig war, dass unsere Daten in Europa liegen und nicht in Amerika, damit auch die europäischen Gesetze für Datenschutz gelten. Jetzt habt ihr
überhaupt, was eure Anwendung anbelangt, ganz besondere Ansprüche auf die permanente Verfügbarkeit? Also wir sind ja hier im BOS-Umfeld. Das heißt, wir haben grundsätzlich, sage ich mal, bei einsatzrelevanten Systemen die Anforderung, dass die Sachen hochverfügbar sind. Und deshalb ist es auch unser Ziel, dass unser eigenes ARCIS Enterprise-Portal quasi redundant bzw. georedundant sogar aufgebaut wird, sodass wir im Falle eines Ausfalls die Anwendung immer noch zur Verfügung steht und die Einsätze nicht beeinträchtigt werden im Falle eines Ausfalls oder zum Beispiel auch bei Wartungsarbeiten oder Ähnliches. Philipp, du bist verantwortlich für etwas, das heißt Führungsunterstützungssoftware. Aber wie unterstützt denn die Software jetzt die Führung? Es geht darum, die Lage, wie sie jetzt auf Papier und an Whiteboards geführt wird, in ein digitales System zu bekommen und die Daten, die wir erfassen, die wir bekommen, also Fahrzeugpositionen, aber auch Kommunikationsdiagramme digital zu erfassen, um sie darzustellen und der Führung unterstützend bereitzustellen. Und wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Wo seid ihr da im Moment im Prozess? Probiert ihr das aus? Gibt es das schon im Einsatz? Gibt es die ersten Truppen, die vielleicht schon mal für die anderen ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert und besser ist? Ja, wir sind gerade in dem Aufbau. Wir haben das System von Eurocommand, also Command X, gerade bezuschlagt und sind gerade im Aufbau der Staging-Umgebung, damit wir dann möglichst schnell in die Schulung übergehen können und erste Erfahrungen sammeln können mit dem Zusammenspiel zwischen der ARCIS Enterprise-Umgebung und Command X. Wir sind im Führungsraum der integrierten Leitstelle München. Wie werden denn BOSKIS-Systeme und wie wird auch andere Software diese Kollegen, die da unten ihre Arbeit machen, in Zukunft noch mehr und noch besser unterstützen? Ich meine, wenn man runterschaut, da hat man jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monitore nebeneinander sortiert. Und eins davon ist schon ein GIS-System, was bei dem Leitsystem, was wir in München betreiben, von Haus aus mit dabei ist. Aber in Zukunft soll das BOSKIS, was wir hier aufbauen, 1:1 mit diesem System vernetzt werden, damit die Daten in diesen taktisch hergestellten GIS-Grundkarten dort automatisiert eingeblendet werden können. Und dass das alles ein Selbstläufer wird. Und dann natürlich aber auch raus zu den Einsatzdienstfahrzeugen, dass die in derselben Denke, im selben mentalen Bild sind. Wie siehst du deine Arbeit für die nächsten Jahre? Worum geht's? Geht es darum, noch mehr Daten bereitzustellen? Geht es darum, auch vielleicht mit anderen Behörden zusammenzuarbeiten? Ganz genau. Also gerade im GIS-Bereich wollen wir von anderen Behörden, klassisch ist ein Wetterdienst, eine Karte vom Forstamt, irgendwelche Waldwege, sonstige Art Wanderwege, aber auch gerne von der Polizei, dass sich die Behörden über sichere Datenwege, sichere VPN-Verbindungen vernetzen, um dann diese übereinander legen zu können. Sodass es dann auch dort, sagen wir mal hier vielleicht auf so einem Screen da vorne, ein taktisches Live-Bild der Stadt gibt, wo welche Einsätze sind, wie viele Einsatzkräfte von verschiedenen Behörden vor Ort sind, aber auch von irgendwelchen anderen Diensten wie den Stadtwerken München, die was zum Wasser machen oder zum Gas, was uns sehr interessieren könnte, zum Strom. Also alles, was irgendwie auch mit kritischer Infrastruktur zusammenhängt, ist essentiell, das abzubilden in diesen Systemen, dass man die Layer zum richtigen Zeitpunkt einblenden und ausblenden kann. Jetzt habt ihr die ESRI-Lösung in den letzten Jahren so intensiv genutzt wie kaum jemand sonst. Ihr habt die von allen Ecken und Enden beleuchtet. Wie war eure Erfahrung damit? Ja, also das stimmt in der Tat. Und mit denen arbeiten wir ja schon wirklich lang zusammen. Das ist schon ein hoher Standard, der geliefert wird. Das darf ich vielleicht auch sagen, was man auch hier merkt, es ist nicht ganz billig, aber was funktionieren soll, hat halt auch seinen Preis. Jetzt weiß ich, dass du dich unglaublich für Naturschutz engagierst, für Nachhaltigkeit interessierst. Wo siehst du da die Bezugspunkte zu deinem Beruf? Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass ich hier bei der Konferenz was vortragen darf. Muss immer noch unterscheiden, Beruf und privat. Aber ich sehe auch im beruflichen Umfeld, falls es in Zukunft häufiger Wetterlagen gibt, zum Beispiel Flächenlagen, wo ganz viele Bäume umfallen. Oder Flächenlagen, wo einfach sehr viel Starkregen auf einmal herunterkommt und dann sehr viele Tiefgaragen gleichzeitig volllaufen. Ja? Dass wir dann GIS-Systeme brauchen, die mit dieser taktischen Grundkarte der Stadt, die ich eben erklärt hatte, das visualisieren. Wo sind Schwerpunkte? Wo muss ich meine Arbeit konzentrieren? Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10.000 vollgelaufene Keller habe, ist das schwierig, das per Liste von oben nach unten abzuarbeiten.
Wir haben solche Fälle natürlich schon ab und an mal gehabt. Große Stürme gab es immer, Lothar oder wie sie nicht alle hießen. Dann schickt man Sichter und arbeitet das händisch ab. Aber wenn das in Zukunft häufiger wird, ist das einfach eine riesengroße Belastung für die ganze Leitstelle, für das Drumherum im Einsatzdienst, weil neben dem eigentlichen Schadensereignis läuft der Betrieb der Stadt ja weiter. Es gibt Herzinfarkte, es gibt Zimmerbrände und. Und das wird dann auch zu viel, das händisch abarbeiten zu müssen. Und da sollen uns diese Systeme wirklich unterstützen.